und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir starten natürlich erstmal mit unserer Karte hier. Das ist ganz klar. Heute ist der 12. Ja, heute ist der 12. Och Gott, goldig. Ja, sehr niedlich, ne? Finde ich auch. Lege ich uns wieder zur Seite und nachher lesen wir. Ich muss den Kalender leider wieder rausschieben, weil, jetzt muss ich hier hinten einmal hingreifen. Es geht hiermit weiter. Hier liegt schon ein bisschen was, was ich mir schon mal hier zu... Also ich hoffe, ich brauche es alles. Mal gucken. Also, ich habe ja... Ich hole nochmal doch den Kalender rein. Diese Karten gemacht. Und diese Karten für den Kalender habe ich... Das ist einfach alles mal hier raus aus der Hülle. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Die habe ich ja mit diesem Block hier gemacht. Diesem Christmas in the Forest Block. Und mit diesem Luxe Paper Block. Jetzt ist es aber so, den brauche ich auf jeden Fall nicht. Machen wir damit noch was? Ich glaube nicht. Was habe ich hier? Da bin ich noch an überlegen, ob ich das noch verwende. Das lege ich mir zur Seite. Und jetzt überlege ich gerade, Moment, jetzt muss ich das einmal sortieren. So, so, das, 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 das. Okay, das sind die Sachen, die wir noch haben. Und damit möchte ich jetzt natürlich was machen, weil einfach einen Schrank stellen möchte ich nicht. Sondern da soll was mitgemacht werden. Da sind nämlich noch etliche Bilder drin. Hier habe ich ein paar Papierstreifen übrig. Also ist es eigentlich eine reine Resteverwertung. Und ich möchte Karten damit haben. Jetzt hat das wieder gegluckert. Okay, ich möchte tatsächlich Karten damit machen. Und ja, ich gucke erstmal, weil die Papierstreifen werden die Karten werden. Das war jetzt so mein Gedanke. Ich weiß nicht, ob ich das umgesetzt bekomme, so wie ich mir das vorstelle. Ich gucke nur, die finde ich passend. Das finde ich schwierig für eine Karte. Das ist okay. So fast einfarbig geht ja eigentlich immer. Aber wenn da so viel los ist, da ist so viel los, weiß ich nicht. Ich lege das, was, wo mir das zu viel ist, erstmal zur Seite. Wir haben sehr viel Dunkles dann am Ende. Auch sehr viel los. Das ist okay für mich. Was haben wir hier? Könnte, muss aber nicht. Legen wir uns auch erstmal zur Seite. Und dann habe ich diese beiden noch. So, das Format wird natürlich ein komplett anderes als wie eine normale Karte. Ist klar. Ich nehme mir dafür jetzt ganz gerne dieses Gerät. Und lege mir jetzt einfach mal die hier auf. Und werde die, die ich jetzt gerade raussortiert habe, einmal alle in der Mitte knicken sozusagen, so dass wir eine Karte haben. Und wie gesagt, es ist ein anderes Format. Ich gucke mal eben, was für eine Größe das jetzt am Ende ist. 15,2 circa mal... Naja, Moment, du musst schon bei 0 anlegen, ne, damit das auch wird. 9,5 Pi mal Daumen. So ungefähr ist das Format jetzt am Ende. Aber diese Streifen habe ich verwertet und ich finde das Format jetzt gar nicht so schlecht. Also da passt schon was rein zum Schreiben, aber auch was vorne drauf, um es zu dekorieren. Das heißt, ich knicke jetzt erstmal alles. Gut, das haben wir fertig. Wie viel werden das jetzt eigentlich schon wieder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh Gott, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 Stück. Falls da doch was schief ist, kann man es einfach eben gerade abschneiden. Das vielleicht noch am Rande. Okay. Könnt ihr daraus ein Album auch machen? Nee, du machst jetzt Karten. So. Aber das sehe doch auch cool aus, oder? Wenn wir daraus jetzt ein Album machen würden, könnte man machen. Wir machen daraus Karten. So, hier habe ich ein paar Sachen, die, ja, die ich schon rausgelöst hatte. Ich weiß nicht, diese ganz kleinen, da sind so Schleifchen und sowas drin. Also da weiß ich noch nicht, ob wir die überhaupt nutzen werden. Dann brauche ich natürlich meine Schere. Das hier unten ab, das stört mich.
Und dann gucke ich jetzt erstmal, also so mache ich das jetzt erstmal, gerade wenn es darum geht, erstmal Reste zu verarbeiten für mich. Was kann ich wirklich noch benutzen? Also sowas wie Merry Christmas habe ich hier. Warm Winter Wish finde ich auch noch okay. Da gucke ich jetzt erstmal, was kann ich davon nutzen? Das mache ich jetzt nochmal hier auf, weil ich glaube, hier ist noch einer drin, oder? Bilde ich mir das ein? Doch, da ist noch einer. So. So. Und das, ja, schnibbel ich mir jetzt auch erstmal, naja, zu Recht in Anführungszeichen, ich schnibbel mir das jetzt einfach erstmal aus. Also sowas wie Merry Christmas finde ich ist absolut okay. Let It Snow finde ich auch gut. Das mache ich. Happy New Year ist eigentlich auch ganz cool. Fehlt mir dann das Merry Christmas, kann man aber dann natürlich nachstempeln oder frohe Weihnachten halt. Ich habe das jetzt, also nutze ich es natürlich auch. Wenn man das jetzt nicht hat, kann man sich natürlich auch einfach nur, gerade wenn man das Ganze auf Deutsch haben möchte, einfach zum Beispiel auch Transparentpapier nehmen und darauf mit deutschen Sachen draufstempeln oder halt von vornherein in der Karte mit Deutsch reinstempeln. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich schnibbel aus. Gut, das habe ich jetzt gemacht. Und dann müssen wir jetzt mal weiter gucken. Ich habe jetzt hier die Reste liegen. Wo lege ich das denn jetzt mal hin? Das hier nutze ich nicht. Jo. Okay, fangen wir mit der Karte an, würde ich sagen. Schere brauche ich auf jeden Fall. Jetzt gucke ich gerade. Ich habe hier so Stanzen noch. Das ist die größte Kreisstanze, die ich habe. Ich schnibbel mal hier gerade entlang. Ich kann halt keine Kreise ausschneiden. Ich bin da ehrlich, ne? Das liegt mir einfach nicht. Vielleicht kriegen wir eine Tasse da so raus. Nee. Wie sieht das denn aus? Naja. 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 Nee, das ist das. Naja, ich. Nee. Aber ich habe es probiert, ne? Also das wäre dann auch was, was ich nicht nutzen würde. Das lege ich zur Seite. Gut, habe ich aber ausprobiert. Ist auch nicht schlimm. So, gut, machen wir uns jetzt hier dran. Ne? Ich habe hier das Mäusepärchen. Happy New Year haben wir hier. Hier haben wir eine kleine Tasse, Schleifchen. Gucken erstmal das, was ich hier habe. Diese Uhr. Die Uhr habe ich nicht verstanden. Nochmal Happy New Year. Und zwei Washi-Tape-Attrappen nenne ich es jetzt mal. Ich hoffe, hier habe ich auch alles im Bild für euch. Und dann gucken wir hier mal rein. Den goldenen Bogen nehmen wir mal raus. Den können wir nämlich fast nutzen gleich. Die haben wir. Diese zwei Seiten habe ich noch. Die nehme ich auch raus. Kann man, oder lassen wir drin kommen. So. Viel Grün haben wir. Ich finde den Waschbären ganz cool. Wir gucken erstmal das, was hier lose ist. Den fände ich auch ganz cool. Finde ich gar nicht so schlecht farblich betrachtet. Wir gucken mal, ob das vielleicht klappen könnte. Weil durch diese dunkle Karte können wir hier oben einfach abschneiden. Das ist ja weniger das Problem. Jetzt muss aber hier noch was hin. Der Elch ist leider zu klein, sonst wäre das auch cool gewesen. Der Igel ist auch zu klein. Ist ja blöd. Das ist ja blöd, oder? Warm Wish. Ja, genau so fängt das an. Ne? So fängt es an, chaotisch zu werden. Sweet Holidays. Naja, naja. Oder wir nehmen einfach nur den, legen den mal mittig im Moment. Das einmal zur Seite. Weniger ist manchmal mehr. Das auch zur Seite. Und dann schaue ich hier mal, Sternchen hätte ich hier nämlich. Und wenn ich dann einfach, habe ich so alte Buchseiten oder irgend sowas. Alles, was ich irgendwie, gucken wir mal mit der Farbe. Das finde ich immer so schön. Hier mal so eine kleine leichte Struktur. Gehen wir die erstmal hier so durcheinander drauf. Und dann finde ich doch, Moment, komm mit. Finde ich das schon gar nicht so schlecht, oder? Doch, das mag ich. Das machen wir. So, wieder alles runter. Ja, das ist jetzt, dadurch, dass es halt Reste sind, ist das immer so eine Sache für sich natürlich. Und ich arbeite bei Karten eigentlich auch nicht nach diesen Vorlagen. Die gibt es ja auch. Die habe ich meistens nicht. Mache ich meistens nicht.
So. Okay, ich würde sagen, wir distressen das Ganze so ganz leicht noch. Das muss jetzt hier nichts Tolles werden, aber ich mag halt diese weiße Kante einfach nicht. So, es soll ja auch ein bisschen gemütlich werden. Ja, oben gerade abcutten machen wir gleich. Oder ich cutte das schon vorher ab. Das glaube ich vorher ab. Und lassen das. Jetzt habe ich zu viel abgekattet. Wir könnten das aber auch so da drüber kleben. Nicht, weil ich das schöner finde, sondern weil ich dann diesen Abschluss da oben drauf habe. Warte, wir cutten noch ein Stück ab. Jetzt mache ich es entweder völlig kaputt oder wir machen es besser. Wir machen es auf jeden Fall besser, ne? Das würde ich sagen. Doch, doch, doch. Kleber. Okay, kam jetzt ein bisschen viel raus. Hatte ich heute aufgefüllt. Dann geben wir das da so drüber. Ja, guck, kann man doch machen. Kann man doch machen. Knopfnadel dahin. Stückchen, ganz, ganz kleine Stückchen noch runter. So, das finde ich gut. Das kommt hier hin. Jetzt ist die Frage, die Sternchen einfach nur dorthin oder wir machen da noch so einen Spruch hin. Wir haben ja genug. Winter Wonderland finde ich auch ganz cool. Wenn wir das vielleicht so machen. Könnten wir auch machen. Wollen wir was dahinter geben? Könnten das dahinter geben? Könnte man machen. Oder wir nehmen einfach so ein bisschen altes Papier. Sieht auch immer cool aus, finde ich jetzt zumindest. Probieren wir aus. So. Guck mal, das geht doch auch. Ja, so machen wir das. Und das ist ein bisschen empfindlich mit Flüssigkleber. Deswegen nehme ich da einfach den für. Diese Kante hier finde ich ein bisschen blöd. Und dann gehe ich da einfach mit dem doppelseitigen Klebeband drüber. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber geht ganz gut. Das färben wir natürlich ein. Hier muss ich leider oben lang nochmal. Ich hoffe, das ist jetzt, weil so viel Kleber, nee, ist noch nicht angezogen. Und natürlich müssen wir das auch ein bisschen eindistressen. Jetzt darf er dahin. Das machen wir auch wieder mit Flüssigkleber. So. Ich ganz gut, mag ich bis hierhin. Jetzt muss ich hier gucken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig aufzukleben, weil man kann das hiermit zwar machen, aber das sieht man halt durch. Aber da das so zart geschrieben ist, mache ich das jetzt versuch. Ich versuche es. Ne? Moment, habe ich hier irgendwie, hier habe ich so ein bisschen. Das bitte einmal so. Dann gucken wir mal, dass wir das eher so punktuell machen. Auch nicht, dass das was wird jetzt gerade. Gerade da, wo die etwas dickeren Buchstaben sind, also wo es dicker geschrieben ist. Da kann man dann gut ein bisschen aufgeben. Ansonsten kann man das auch gut mit dem Zahnstocher machen oder mit dem Silikonpinsel. Jetzt sollte ich aber den Silikonpinsel nicht rauswühlen. Beim nächsten Mal werden wir es einfach machen. Oder vielleicht klappt es halt einfach auch. So, das mag ich schon ganz gerne. Dann nehmen wir jetzt mal
den Jelly Roll. Und dann machen wir einfach ein paar Stitche hier drauf. So, jetzt haben wir die Stitche da drauf. Und jetzt gucken wir nochmal, wo sind die Sternchen jetzt? Da sind die Sternchen, ob die überhaupt noch mit drauf müssten oder nicht. Diese Farbe, wenn dann auf gar keinen Fall. Andere Möglichkeit sind die Goldsternchen hier vielleicht noch. Schauen wir doch mal. So. Nehmen wir mal drei. So. Und ich glaube, Goldsternchen fände ich ganz cool. Machen wir noch die drei auf jeden Fall drauf. Hier würde ich eins hin machen. Komm mal direkt her, Kleine. Können natürlich auch Halbperlen oder das, was man halt einfach da hat, aber ich kann natürlich auch das Goldpapier dann nutzen. Mal gucken, der ist okay. Ich sehe gerade bei dem Sternchen, das ist nicht so schön geworden, also nochmal stanzen. Ich würde das, glaube ich, hier drauf machen. Und da würde ich sagen, ist die erste Karte fertig, oder? Moment, nee. Wir können dann noch, da geht noch was. Hier können wir so ein bisschen Glitzer bei dem Feuer reinmachen. Das sieht man leider nicht so schön in der Kamera, aber es glitzert wirklich. Ich verspreche es euch. Mach das nur da, wo das Feuer ist. So. So ein bisschen, ja. Okay. So lasse ich es. So finde ich es ganz gut. Die lege ich zur Seite und ich mache mich jetzt an die anderen Karten. Das lasse ich euch einfach im Schnelldurchlauf laufen. Mal gucken, wie viel ich mache. Und ja, am Ende hören wir uns wieder und dann zeige ich euch das natürlich auch vom Nahen. Ganz klare Sache.
So, meine Lieben, ich glaube, mehr Karten mache ich nicht. Das andere ist irgendwie, das huckt mich gerade nicht so. Ich hole die alle mal jetzt hierher. Ich mache mal noch den Kleber. Also ich schiebe das jetzt mal alles so ein bisschen aus dem D da, der, die, das Bild. Okay, ist okay. So, damit ich da nicht mich noch piekse oder so. Dann hole ich euch noch ein bisschen mehr. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, die Karten, die ich jetzt fertig habe, bei denen bleibe ich auch. Mehr mache ich nicht, weil irgendwie der Rest, der da so drin ist, der haut mich irgendwie gerade nicht so von den Socken. Sage ich das mal, sage ich, wie es ist. Ich habe 5 Karten gemacht und mit denen bin ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Ich hole euch einfach näher einmal für die einzelnen Karten. So, da habe ich euch. Dann wollen wir mal starten mit dieser Karte. Das ist die, die ich nicht ganz so toll finde. Muss ich ehrlich sagen, irgendwie fehlt mir da noch was. Vielleicht gebe ich da noch irgendwie was auf. Aber also ich mag sie. Missen möchte ich sie jetzt auch nicht mehr. Aber sie haut mich nicht vom Socken, von den Socken. Wahrscheinlich wegen dem Hintergrund. Mit einem anderen Hintergrund wäre das komplett anders gewesen. Aber naja, dann machen wir mal weiter mit dieser Karte mit den drei kleinen Mäuschen. Sind doch, oder Häschen. Mäuschen, nicht Häschen, ne? Auch sehr, sehr niedlich, wie ich finde. Hier kommt dann noch ein Stempel rein. Frohe Weihnachten. Ja, finde ich auch cool. Dann die Karte, die wir zusammen gemacht haben. Die sieht einmal so aus. Dann habe ich einmal diese Karte. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier habe ich zum Beispiel ein bisschen Glossy drauf gemacht. Dann hat man das so ein bisschen erhaben da. Ich weiß nicht, ob man das wirklich gut in der Kamera sieht. Hier habe ich auch ein bisschen mit dem Wink of Stella nochmal auch gearbeitet. Das mag ich auch immer ganz gern. Guck mal, wir könnten hier noch mal aufpassen. Die Sterne, das war jetzt, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Okay, ich tränke sie durch. Dann müsste es wieder okay sein. Oh Gott. Jetzt habe ich damit einmal angefangen. Na, jetzt muss ich das zu Ende bringen. So. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Das Papier saugt sehr schnell. Deswegen, das ist einfach nur, weil es jetzt feucht ist. Gut. Aber das muss jetzt trocknen. Dann ist es auch wieder okay. Dann geht es mit dieser Karte hier weiter. Die finde ich auch sehr schön. Da habe ich einfach die drei Kugeln drauf gemacht. Da werde ich noch überlegen, ob ich die vielleicht mit Glossy mache. Weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das noch nachträglich. Das gucke ich jetzt. Aber soweit erstmal 5 Karten mit den Resten. Und ich finde die gar nicht so schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so gut klappt. Gerade weil es halt ein anderes Format ist wie sonst. Aber geht natürlich weiter. Ich mache euch nochmal groß. Da habe ich euch wieder in etwas größer. Wir haben ja noch unsere Adventskarte von unserem Adventskalender und die drehen wir jetzt erstmal natürlich um. Ich allein bestimme über mein Schicksal und ja, da kann ich nur zustimmen. Das ist tatsächlich so. Da entscheide nur ich drüber und niemand anderes. So, an der Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen.